Herzlich willkommen zu meinem neuen Format Literarisches vom Geburtstagskind. Ich grüße euch ganz herzlich von Sylt und möchte gerne mit euch heute einen 150. Geburtstag feiern. Ja, dazu habe ich euch ein Buch mitgebracht. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Es stammt aus der Feder von Johannes Wilhelm Jensen. Wer war das, mögt ihr fragen? Jensen ist bei uns leider sehr in Vergessenheit geraten und dabei war er immerhin der zweite von drei dänischen Literaturnobelpreisträgern. Er war auch der erste Dichter, dem in den kriegsgebeutelten 40er Jahren des letzten Jahrhunderts wieder ein Nobelpreis verliehen wurde, 1944, denn 1940 bis 1943, in der Zeit wurden keine Nobelpreise verliehen. Ja, in der Begründung der Jury hieß es, Zitat, für die seltene Kraft und Fruchtbarkeit seiner Dichterfantasie, verbunden mit umfassendem Intellekt und kühner, schöpferischer Stilkunst. Deshalb wurde ihm die höchste Auszeichnung am Firmament der Literatur verliehen. Chapeau. Hören wir einmal selbst ins Werk. Ich werde 10 Zeilen vorlesen aus seinem 1912 geschriebenen Roman Der Gletscher. Und im Untertitel heißt es: Ein neuer Mythos vom ersten Menschen. Ich beginne ganz am Anfang, also mit dem ersten Kapitel, und wir begeben uns mit Jensen in die Höhle des ersten Menschen hinein. Dräng. Im Urwald brannte ein Feuer, das einzige auf Meilen im Umkreis. Es war an einem offenen Platz unter einer schräg überhängenden Felswand angezündet, die den Wind abhielt. Oben ging schwer der Sturm durch den Wald. Die Nacht war dunkel, nicht Mond, nicht Stern. Es regnete. Aber das Feuer unter dem Felsen stieg ruhig in klaren Flammen von einem Haufen reisig in die Luft. Der Schein bildete gleichsam eine Höhle in der tiefen Nacht. Rund um das Feuer lag eine Gruppe von Menschen und schlief. Alle so nah der Helle, als sie nur konnten. Sie waren nackt. Es waren bloß Männer. Jeder schlief mit seiner Keule in der Hand oder so dicht neben sich, dass er sie im Schlaf erreichen konnte. Geflochtene Körbe mit allerhand Vorräten, Früchten und Wurzeln lagen im Gras um das Feuer herum, dessen runder Lichtkreis die Gruppe in dem wilden Wald umschloss. Soweit. Kleiner Ausschnitt aus Leben und Werk von Johannes Wilhelm Jensen. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum 150. Geburtstag und euch allen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Dorothee.